Der Bitcoin ist nur noch wenige Prozentpunkte von seinem Allzeithoch entfernt, während das Google-Suchinteresse gefühlt immer noch im Bärenmarkt schlummert. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Fundamentaldaten. Wir beschäftigen uns mit der Liquidität im Krypto- bzw. Bitcoin-Markt und darüber hinaus auch mit der globalen Liquidität. Dort wird nämlich möglicherweise bald eines der größten Liquiditätsboost-Pakete angekündigt. Was es damit auf sich hat und vieles mehr im heutigen Marktupdate. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und ich traue es mich kaum zu sagen, aber der Bitcoin steht sehr, sehr stabil da. Warum traue ich es mich kaum zu sagen? Natürlich, das Video nehme ich auf und lade es 3 Stunden später hoch. Es kann natürlich viel passieren, doch noch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme versucht der Bitcoin sogar die Bereiche von bis zu 72.000 US-Dollar anzutesten. Möglicherweise hat er dies bereits getan, wenn das Video hochgeladen wurde. Und das vor dem Hintergrund, wie im Intro angesprochen, dass das Suchinteresse immer noch weit entfernt von dem Hype 2017 oder 2021 ist. Und für die, die sagen, jeder kennt mittlerweile Bitcoin, niemand sucht mehr danach, selbst im All-Time-High-Bereich im März des aktuellen Jahres war das Suchinteresse deutlich, deutlich höher als zum jetzigen Zeitpunkt. An dieser Stelle übrigens ein fettes Dankeschön für den Support und die Unterstützung, Freunde. Lasst auch gerne unter diesem Video kurz eine Bewertung da und schreibt auch super gerne einen Kommentar, im besten Fall mit 7 Wörter oder länger, dann checkt der Algorithmus auch, dass es kein Spam ist, wobei selbst die Spam-Kommentare mittlerweile ziemlich lang sind. Erkennt YouTube dann irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall würdet ihr mich extrem unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Nicht nur spannend ist, dass der Bitcoin jetzt wieder relativ positiv dasteht, sondern vor allem auch das Momentum, mit dem er sich in den letzten Tagen durchsetzen konnte. Allerdings nicht nur der Bitcoin-Kurs, sondern wie im gestrigen Video angesprochen, auch das Open Interest. Wir hatten in den letzten 24 Stunden den stärksten Tagesanstieg an Open Interest seit Juni des aktuellen Jahres, was dann natürlich auch einiges an Liquidierungspotenzial mit sich bringt. Wir können mögliche Long, allerdings auch Short Squeezes erleben, also die Volatilität, die wir in den letzten 48 Stunden schon bekommen haben, könnte natürlich noch einmal gesteigert werden. Das Open Interest ist auf einem weiteren Allzeithoch, wobei rund die Hälfte dieser Position von Bären gehalten wird. Wir sehen momentan einen relativ guten Ausgleich zwischen Bullen und Bären. Momentan überwiegen natürlich die Bullen, also die Leute, die auf steigende Kurse setzen, was natürlich ebenfalls ein Liquidierungsrisiko mit sich bringt. Im Allgemeinen sehen wir allerdings, dass der Markt recht ausgeglichen ist und der Markt nicht so überhebelt ist, wie beispielsweise zum All-Time-High-Bereich zu Beginn des aktuellen Jahres. Wir sehen, dass das Momentum weiter ansteigt. Mögliche bullische Marktstimmung kann dann auch dazu beitragen, dass eine leichte FOMO ausbricht und der Bitcoin davon weiter profitiert. Trotzdem, wie gesagt, besteht natürlich weiterhin auch das Risiko von Liquidierung. Ich würde es mal so zusammenfassen, auf einem kurzfristigen Timeframe über die nächsten 24, 48 Stunden sehen wir natürlich das Potenzial für Liquidierungen etwas erhöhter. Wäre auch gesund, denn dann würden wir eben diese überhebelten Positionen mal wieder aus dem Markt spülen. Auf dem Bigger Picture über Wochen oder Monate sehen wir allerdings momentan ein Momentum-Shifting und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, vor allem, weil wir eben die Bereiche von 66.000 US-Dollar in den letzten Wochen 2-mal als Unterstützung angetestet haben. Das ist auf jeden Fall ein extrem positives Signal. Wie gesagt, es kann natürlich zu Liquidierungen kommen. Ich glaube allerdings gar nicht unbedingt, dass wir unter dieses Niveau fallen. Sollten wir darunter fallen, würde es hier wahrscheinlich im Markt auch sehr, sehr schnell dazu führen, dass die Marktteilnehmer wieder sehr pessimistisch werden. Davon auszugehen ist allerdings nicht unbedingt. Und wenn wir unser Bigger Picture noch größer ziehen auf Monatsbasis, so sehen wir beispielsweise in Bezug auf das Bitcoin-Transaktionsverhältnis noch ein gigantisches Potenzial. Wie der Name schon sagt, vergleicht diese Metrik den Bitcoin-Kurs eben logischerweise mit den Transaktionsverhältnissen. Das Verhältnis zeigt hierbei einen klaren Trendkanal nach oben gerichtet, wo es immer wieder Unterstützung und Widerstände gibt. Das Ganze korreliert ganz gut mit dem Bitcoin All-Time High. Bedeutet ganz einfach, ja, Bitcoin steht aktuell sehr, sehr solide da. Wenn wir uns allerdings die Transaktionen anschauen, so sind diese noch relativ niedrig. Das heißt, selbst wenige Transaktionen reichen aktuell aus, um den Bitcoin nach oben zu treiben. Ich denke, das beantwortet dann auch die Frage, was passiert, wenn wir mehr Transaktionen sehen, wenn wir sehen, dass das Google-Interesse ansteigt, wenn mehr Marktteilnehmer in den Space kommen. Wenig in dieser Metrik bedeutet einfach, dass wir ein großes Potenzial haben, um weiter zu wachsen. Davon profitiert natürlich nicht nur der Bitcoin, sondern auch die Bitcoin-Miner. Wir sprachen schon in den letzten Tagen über den 30er Simple Moving Average in Bezug auf die Transaktion, der ein ziemlich gutes Momentum ebenfalls aufzeigt und das nun seit einigen Wochen, was dann auch dazu führt, dass der Block Reward für die Miner erhöht wird, werden mehr Gebühren bezahlt. Und steigt der Bitcoin, haben die Miner natürlich am Ende des Tages einen umso dickeren
Profit in der Tasche. Davon profitieren die Miner und wir sehen beispielsweise auch im sogenannten MPI, dem sogenannten Miner Position Index, der hierbei das Verhältnis der gesamten Miner-Adressen in US-Dollar zu einem einjährigen gleitenden Durchschnitt des Miner-Abflusses aufzeigt, dass dieser Wert momentan sehr, sehr niedrig tendiert. Ein höherer Wert zeigt, dass die Miner mehr Coins als üblich versenden, unter anderem natürlich, um sie zu verkaufen. Wenn die Miner einen Teil ihrer Reserven verschicken, steigt diese Metrik natürlich an und bedeutet, dass ein möglicher Preisverfall bevorsteht, denn sie würden eben dumpen. Historisch gesehen sehen wir hier eine recht gute Korrelation. Wenn der MPI ansteigt, bedeutet es, dass die Miner Gewinne realisieren, machen sie meistens in stärkeren Wachstumsphasen oder im Bereich von Halvings bzw. kurz zuvor, um sich eben auf die Zukunft weiter vorzubereiten. Und genau bei diesen Bitcoin-Minern bleiben wir kurz, denn aufgrund des verbesserten Makroklimas und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz können diese Miner in den letzten Tagen massiv profitieren. Gestern sahen wir einen Anstieg von 24,4% bei den Mining-Aktien. Unter anderem hieß es hier von Mitchell Askrew, dem Chef-Analyst von Blockware, Defizitausgaben und niedrige Zinssätze treiben die globale Liquidität in die Höhe, während die Anleger langfristig eine hohe Inflation befürchten, wie die schlechte Performance von Staatsanleihen seit der Zinssenkung im September zeigt. Damit hat er definitiv recht. Ich sprach ja eben beispielsweise schon an, dass die Bitcoin-Miner natürlich auch davon profitieren, wenn die Mining-Zentren selber sich auch weiterentwickeln, unter anderem mehr Miner dazu kaufen, mehr Rechenleistung zur Verfügung stellen, allerdings sich eben auch auf andere Bereiche konzentrieren. Bereits vor einigen Wochen sprach ich schon darüber, dass die Miner auch vom KI-Sektor profitieren, denn dort kann man natürlich auch einiges an Rechenleistung bzw. auch an Energie bereitstellen. Und das Bitcoin-Netzwerk ist ja gerade so geil, da du eben entweder viel Energie reinspeisen kannst, allerdings auch weniger. Es juckt das Netzwerk nicht. Wenn wir uns beispielsweise mal einen Amazon AWS-Service anschauen, der braucht natürlich durchgehend viel Energie. Ist die Nachfrage hoch, musst du sofort mehr Energie zur Verfügung stellen. Dasselbe gilt auch für verschiedene KI-Programme. Bei Bitcoin ist es so, du hast nicht das Verlangen oder den Zwang, auf einmal viel Energie bereitstellen zu müssen, weil die Nachfrage ansteigt. Du kannst einfach die Komponente haben, okay, ich bereite beispielsweise für KI-Systeme oder für den Amazon AWS-Service einiges an Rechenleistung bereit, steigt dort die Nachfrage. Sage ich, okay, ihr könnt mehr Rechenleistung von mir kaufen, ist gar kein Problem, reduziere ich einfach die Rechenleistung aus dem Bitcoin-Netzwerk und stelle sie euch zur Verfügung. Dafür müsst ihr natürlich einen saftigen Aufpreis zahlen. Und dadurch profitieren die Miner gleich auf mehreren Art und Weisen. Wir sehen beispielsweise, dass die Gesamtaktien, wie gesagt, gestern um 24,4% angestiegen sind. Arwen und Griffin Digital Mining sowie auch Hut 8 stiegen um 17,8, 16,5 und 15,5%. Meriton Digital und CleanSpark um 11 und 10,2% und auch Riot konnte 9,5% zulegen. Askrew sagte zudem, dass die Miner, die nach dem Halving nicht profitabel waren, mittlerweile eben aus dem Markt gewischt wurden. Sie haben kapituliert, haben natürlich zeitweise für einen stärkeren Abgabedruck gesorgt. Nun ist das Ganze allerdings tatsächlich seiner Meinung nach abgeschlossen. Eine signifikante Quelle von Verkaufsdruck, die wir über die letzten Monate gesehen haben, ist damit hinter uns gebracht und er sagte, dies wird durch die Tatsache belegt, dass die Schwierigkeit beim Mining zum dritten Mal steigen wird. Also die Difficulty steigt an, je stärker die Rechenleistung ist, desto höher ist die Difficulty bzw. desto schwieriger werden die Rechenoperationen, damit diese eben im Durchschnitt alle 10 Minuten passieren. Alle 10 Minuten wird im Bitcoin-Netzwerk ein Block gefunden. Die Rechenoperation dafür wird eben, je nachdem wie viel Leistung dem Netzwerk zur Verfügung steht, schwieriger oder einfacher, damit man eben im Durchschnitt alle 10 Minuten diese Rechenoperation lösen kann. So mal eben, um es hierbei kurz zu beschreiben. Wir sprachen ja bereits auch gestern schon über das CNBC-Interview von Matthew Siegel. Er sprach nicht nur über den Bitcoin und seine Kursentwicklung, sondern eben auch über die Miner und betonte, dass Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie auch Äthiopien erst kürzlich bestätigt haben, dass sie staatliche Ressourcen zum Bitcoin-Mining nutzen, um natürlich langfristig davon zu profitieren, sollte allerdings auf einmal ein KI-Sturm kommen, eben auch hierbei Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Das besonders Spannende ist vor allem auch, dass er betont hatte, dass die BRICS-Mitgliedstaaten planen, den internationalen Handel mit Bitcoin abzuwickeln, um den US-Dollar zu umgehen. Und das finde ich ist sehr, sehr spannend. Das Ganze ist natürlich nur durch die Blume bestätigt. Allerdings gibt es schon sehr, sehr lange Gerüchte darum, wie die BRICS-Staaten ihre eigene Währung
reinbringen wollen. Es gibt natürlich immer wieder Diskussionen und es klingt ja auch simpel. Russland, Indien und China tun sich zusammen, gemeinsam mit vielen anderen Kleinstaaten, führen ihre eigene Währung ein und können so eben eine Konkurrenzwährung gegenüber dem US-Dollar schaffen. Das Ganze klingt ziemlich logisch. Wenn man allerdings etwas stärker darüber nachdenkt, dann wird einem auch schnell klar, ja, diese Währung soll ja besichert sein durch eben Ressourcen und Co. Wo werden diese allerdings gelagert? Denn natürlich kann man jetzt sagen, okay, China verfügt über sehr, sehr wichtige Metalle. Das heißt, man backt die Währung hauptsächlich über chinesische Metalle, die dann in China gelagert werden. Dann hast du allerdings ein ganz klares Zentralisierungsproblem. Und auch wenn sich viele Staaten über BRICS zusammentun, wie Indien und China, sind sie am Ende des Tages ja doch Konkurrenten und wollen sich mit Sicherheit nicht darauf einlassen, dass der eine Staat sich darauf verlassen muss, dass der andere Staat auch wirklich diese Reservewährung besichert hat. Daher ist Bitcoin natürlich sinnvoll. Dadurch ditchen sie zwar nicht direkt die USA, denn sie kann natürlich auch vom Bitcoin profitieren, aber sie haben zumindest eine offene, freie, dezentrale Währung und müssen somit eben nicht befürchten, ja, dass das Bitcoin-Netzwerk von den USA blockiert wird, so wie SWIFT, nachdem es hier diverse Konflikte gab. Dabei sprachen wir gestern beispielsweise auch darüber, dass es extrem wichtig ist, wie sich die ETF-Inflows in den nächsten Tagen weiter verhalten. Sollte es hierbei stärkere Korrekturen geben, ist davon auszugehen, dass wir dies auch im Bitcoin sehen. Allein in den letzten 12 Tagen gab es hier Zuflüsse in Höhe von 3,86 Milliarden US-Dollar. Gestern weitere 472,6 Millionen Dollar. Das sind fast 7.000 Bitcoin. Und ich erwähne es noch einmal, pro Tag schürfen die Miner insgesamt alle zusammen rund 450 Bitcoin. Die ETFs haben alleine gestern wieder fast 7.000 Bitcoin aufgesammelt. Also unfassbar starke Mengen, was sich dann eben natürlich auch im Kurs zeigt. Dabei sehen wir, dass dieser Kaufdruck nun dazu geführt hat, dass wir im Bitcoin einen Golden Cross sehen. Ein Golden Cross ist hierbei ein wichtiges bzw. ein sehr bullisches Chartmuster, bei dem der 50-Tages-Durchschnitt den langfristigen 200er-Tages-Durchschnitt überschreitet. Es zeigt einfach ein kurzfristiges, extrem bullisches Momentum, was auch langfristig immer wieder ein guter Indikator dafür war, dass der Bitcoin weiter ansteigen könnte. Im aktuellen Zyklus sahen wir dies nun das dritte Mal und die letzten beiden Male waren definitiv ein sehr, sehr bullisches Signal. Sehr, sehr bullisch ist in diesem Zusammenhang vor allem auch das Volumen in Bezug auf Stablecoins. Seit Beginn des Bullenzyklus ist das USDT-Volumen um 84% angestiegen, von ursprünglich 65 Milliarden auf mittlerweile 120 Milliarden. Wir sprachen ja schon in den letzten Tagen über USDT und auch über die Anschuldigung des Wall Street Journals, dass USDT angeblich hier illegale Aktivitäten unterstützt. Der Tether-CEO Paolo Adriano hatte sich ja schon auf Twitter bzw. X dazu geäußert und auch auf der schweizerischen Plan B-Veranstaltung. Er dementierte ein weiteres Mal die Anschuldigung des Wall Street Journal und gab auch die Tether-Reserven bekannt. So hat Tether rund 100 Milliarden US-Dollar in Staatsanleihen, mehr als 82.000 Bitcoin im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar und haltet euch fest, 58 Tonnen Gold. Das fand ich auf jeden Fall eine crazy Hausnummer. Mit den Bitcoin-Beständen und den Staatsanleihen wissen wir ja, aber 58 Tonnen Gold klingt auf jeden Fall gigantisch viel, aber gut, ihr Stablecoin ist eben auch 120 Milliarden Dollar wert. Wir sehen auf jeden Fall, dass der Stablecoin-Markt weiter ansteigt, unter anderem am Stablecoin-Angebotsverhältnis Oscillator, der sogenannte SSRO. Dieser basiert auf dem Verhältnis der Marktkapitalisierung von Bitcoin im Vergleich zur Marktkapitalisierung aller Stablecoins. Der SSOR zeigt eine hohe Nachfrage auf dem durchschnittlichen quartalsmäßigen Datensatz, also auf 90-Tages-Basis, indem man hier wichtige Punkte überschreitet. Wenn diese Nachfrage so weitergeht, bedeutet es, dass überdurchschnittlich viel Kapital in die Märkte fließt, viel Kapital bereitgestellt werden kann, um damit eben Bitcoin und Krypto zu kaufen, denn Stablecoins im Kryptomarkt sind nichts anderes als die Liquidität des Kryptomarktes. Und wenn dieser ansteigt, steigt in diesem Zusammenhang in der Regel auch der Bitcoin an. Vor allem in Bezug auf die globale Liquidität, die natürlich nochmal deutlich größer ist, sehen wir hier, wie in den vergangenen Zyklen, und zwar in jedem Zyklus, die Geldmenge M2 angestiegen ist und Bitcoin davon massiv profitierte. Die globale Geldmenge M2 steigt,
Dementsprechend steigt dann eben auch der Bitcoin. In den nächsten Monaten stehen weitere Zinssenkungen bevor. Die Liquidität wird in die Märkte gepumpt und Bitcoin wird davon höchstwahrscheinlich massiv profitieren. Auch Walter Bloomberg hat vorhin auf Twitter bzw. X gepostet, dass China ein neues Finanzpaket für über 100 Billionen Yuan plant. Das ist eine wirklich fette Hausnummer. Am 8. November steht hierbei in China diese bedeutende Entscheidung bevor. Es wird nämlich geprüft, ob dieser Antrag von einem Finanzpaket im Wert von 10 Billionen Yuan, umgerechnet 1,4 Billionen US-Dollar, gebilligt wird. Sollte das Paket bewilligt werden, kann es definitiv massive Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben und eben möglicherweise auch auf die globalen Finanzmärkte, denn 1,4 Billionen US-Dollar sind definitiv nicht zu unterschätzen. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie extrem positiv der Bitcoin auf eine steigende globale Liquidität reagiert. Falls du dich noch weiter positionieren möchtest oder gegebenenfalls sogar schon Gewinne realisieren möchtest, check gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Über Bitwarvo Powered by Hive bekommst du nicht nur einen exklusiven 10-Euro-Bonus, sondern auch die günstigsten Gebühren, was EU-regulierte Spot-Plattformen angeht. Das User-Interface ist super easy und sie haben eine Sparplanfunktion, also gerne einfach mal kostenfrei auschecken. Das heutige Video beende ich an dieser Stelle. Vielen Dank für den Support. Bis morgen. Ciao, Freunde.